Ja, das ist das Museum der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft in Fallingbostel. Wir haben hier ein Museum mit archäologischen Objekten fast ausschließlich aus dem Heidekreis, aus allen Epochen von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Und ein besonderer Bestandteil der Ausstellung ist hier der bronzezeitliche Frauenschmuck aus einem Grab der Bronzezeit hier in Fallingbostel gefunden im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Wie man sehen kann, besteht er aus verschiedenen Bronzeröllchen und Bronzenoppen, aus Armbändern und Halsringen, die relativ bekannt sind aus anderen bronzezeitlichen Grabanlagen auch. Allerdings das Besondere an dem ganzen Ensemble sind diese herzförmigen Anhänger, die man hier unten sehen kann. Die sind deutschlandweit meines Wissens nach einmalig und typologisch die nächsten Funde dieser Form hat man im ungarischen Raum gefunden, weswegen wir davon ausgehen, dass also entweder das Schmuckensemble oder auch die ganze Person, die zu Grabe getragen wurde, aus dem ungarischen Raum hier hochgekommen ist und hier möglicherweise gelebt und eine Familie gegründet hat und auch hier zu Grabe getragen wurde. Deswegen hat man, als man das Ganze rekonstruiert hat und hier die Frauenfigur gestaltet hat, hat man zurückgegriffen auf Muster aus dem heutigen ungarischen Raum, wo also bronzezeitliche Keramiken gefunden wurden, die solche Spiraligen und solche Muster getragen haben. Und deswegen hat man diese Muster also auf dem Kleid hier aufgetragen, um dem Ganzen also den entsprechenden Anstrich zu geben.